Hallo und ganz herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen, heute mal wieder mit einer Magazinausgabe. Ich stelle die Frage, warum sind eigentlich im Moment alle Menschen in Glashütte so glücklich? Dann ist im Moment die Rolex-Blase geplatzt oder war es nur das Gehör meines Tonmeisters? Grüße! Und natürlich das, was Sie am meisten interessiert, warum trägt Herr Strom heute dieses schlankmachende Schwarz-Weiß? Hat es vielleicht etwas mit der Uhr des Tages zu tun? Das alles und noch viel mehr. Wenn ich König von Deutschland wäre und nach dem Jingle. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin für die nächsten Minuten der Urologe Ihres Vertrauens. Wie vorhin schon gesagt, heute haben wir eine Magazinausgabe, YouTube das Magazin, und zwar die Ausgabe 8 im Jahr des Herrn Strom 2022. Diejenigen, die regelmäßig reingucken, werden sich fragen, Moment mal, Herr Strom, wo ist denn jetzt eigentlich die Ausgabe 6 und 7, denn die letzte war die 5. Ganz kurz nochmal zum Erklären, damit wir alle, auch ich, immer und ständig wissen, wo wir eigentlich zeitlich jetzt so im Jahr dran sind, werden die einzelnen Magazinfolgen nicht durchnummeriert, sondern sie kriegen die Nummer der Kalenderwoche. Und jetzt haben wir im Moment die 8. Kalenderwoche im Jahr 2022. Das nur zur Erklärung. So, wir haben heute einiges vor. Wie immer beginne ich mit Grüßen. Und zwar grüße ich Glashütte. Glashütte ist wie wild am Feiern, denn seit kurzem ist die sogenannte Glashütter-Verordnung durch. Die Glashütter-Verordnung heißt, so grob gesagt, hat es was mit der Herkunftsbezeichnung, mit diesem schwierigen Wort zu tun, wie wir es zum Beispiel auch kennen von Solinger Messern oder von Schweizer Uhren, allen möglichen Dingen oder wie gesagt auch Champagner und Bordeaux, die ja alle nur in einer bestimmten Region hergestellt werden dürfen, beziehungsweise nur dann diesen Namen tragen dürfen. Und die Glashütter-Verordnung ist eigentlich etwas Ähnliches. Ich bin drauf gestoßen, als ich diesen etwas größeren Post gelesen habe in den sozialen Netzwerken von Nomos Glashütte, der größten deutschen Uhrenmanufaktur, die bekanntermaßen daher auch der Name Nomos Glashütte ihren Sitz in Glashütte hat. Ich möchte jetzt hier nur auf einen Satz eingehen, der da so schön steht. Am wichtigsten jedoch ist die neue Verordnung für den Kunden. Wer jetzt eine Uhr mit der Herkunftsbezeichnung Glashütte kauft, weiß mit Sicherheit, dass diese Uhr auch in Glashütte hergestellt wurde, dass alle relevanten Arbeiten in diesem traditionsreichen Ort erledigt wurden. So, das hört sich jetzt für Otto Normalverbraucher, so wie Sie und ich einer sind, hört das sich so an, okay, die Uhr muss halt komplett in Glashütte gebaut werden und dann darf man aufs Zifferblatt oder sonst wohin Glashütte schreiben. Dem ist nicht ganz so. Sie wissen, ein paar der besten deutschen Uhrenmanufakturen kommen aus Glashütte und es gab dort auch untereinander eine ganze Menge Stress und alles Mögliche und so ziemlich jede Turnhalle und das Feuerwehrhaus und die Sternwarte und alles Mögliche, die alte Schule, alles wurde irgendwann mal umgebaut. Dort sind dann Firmen eingezogen, die ja mehr oder weniger traditionsreich in Glashütte dann Uhren hergestellt haben, und weil die Adresse Nummer Glashütte ist, dann haben sie auch überall neben dem Firmennamen, auf dem Firmennamen, in die Uhr, neben die Uhr und darunter, Dark Side of the Uhr und the Deckel, haben sie überall Glashütte draufgeschrieben. Und das hat natürlich den Traditionsunternehmen, sage ich mal so, jetzt nicht ganz so gepasst, auch wenn Glashütte, ich glaube seit 175 Jahren werden da Uhren gebaut, Nomos ist gar nicht so alt, dort aber sei dahingestellt, zählt sich zu den Traditionsunternehmen und da gab es immer ein bisschen Stress. Diese Verordnung ist eigentlich super, denn damit ist jetzt geklärt, welche Voraussetzungen eine Uhr oder ein Hersteller erfüllen muss, damit er diesen Namenszusatz Glashütte denn wirklich tragen kann. Ich habe jetzt mal ein bisschen in die Verordnung reingeschaut und das ist wie immer so ein richtig schöner Gesetzestext, der ist alles definiert. Und ganz ehrlich, so 100% klargekommen bin ich damit noch nicht. Sollten Sie also wirklich sehr, sehr, sehr vertraut damit sein
und damit befasst sein und ich jetzt hier irgendeinen Käse erzähle, sagen Sie nicht einfach wie immer, sondern unten können Sie es reinschreiben. Berichtigen Sie mich, korrigieren Sie mich. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen versucht, wirklich rauszufinden, was das Ganze denn sagt. Denn die Fertigungstiefe, und das ist ein Punkt, wir reden von einer Fertigungstiefe in Glashütte selbst bei relevanten Bauteilen von 50%, also nichts im Sinne von, da muss alles jetzt wirklich auch absolut alles in Glashütte hergestellt sein und in der Schweizer Schokolade dürfen auch nur Schweizer drin sein und so weiter und so weiter, sondern da gibt es schon noch ein paar Dinge. Als erstes, wenn ich es hier noch in der Entfernung lesen kann, Herstellungsstufen, das wird erstmal definiert. Ich lese es Ihnen kurz vor, weil es ist nachher wirklich relevant. Wesentliche Herstellungsstufen im Sinne sind die Herstellung des Uhrwerkes, die Einschalung des Uhrwerkes, die Endkontrolle, die Fertigung oder Veredelung von Teilen des Uhrwerkes, Montage von Teilen des Uhrwerkes und so weiter und so weiter. Jetzt was Interessantes im Paragraph 5, Herstellung im Herkunftsgebiet. Das heißt, damit diese Uhr aus dem genannten Herkunftsgebiet, in dem Sinne jetzt Glashütte, stammen kann, sind folgende Herstellungsschritte notwendig. Folgende Herstellung eine Uhr ist im Herkunftsgebiet hergestellt, wenn folgende Herstellungsstufen vollständig im Gebiet der Stadt Glashütte erfolgt sind. Montage und das Ingangsetzen des Uhrwerkes. Die Reglage, die Montage des Zifferblattes und dann unten unter Punkt 2, die Uhr ist im Herkunftsgebiet hergestellt, wenn zweitens in den wesentlichen Herstellungsstufen zusammen mehr als 50% der Wertschöpfung im Herkunftsgebiet. Mein Gott, so, das gibt wieder mal wegen schlechtem Ablesen eine Spende in den Spendenpott. Im Herstellungsgebiet erzielt wurden. Was Sie da merken, die Herstellung umfasst dann nur noch die Montage und das Ingangsetzen des Uhrwerkes. Und was sind eigentlich alle wesentlichen Teile? Das Interessante ist, dass hier nirgendwo auch wirklich von einem Gehäuse oder von einem Band oder von anderen Teilen geredet wird. Es ist also nicht so, so lese ich es und so verstehe ich es, dass minimal 50% von bestimmten Herstellungsprozessen, da steht aber nichts von, das Uhrwerk muss dort hergestellt werden, sondern da steht etwas von Montage, da steht etwas von Einschalen, da steht etwas von das Aufsetzen von Zeigern und des Zifferblatts. Woher das kommt, woher das Gehäuse kommt, hat also damit mit dem sozusagen Made in Glashütte eigentlich gar nichts zu tun. Es ist bei ganz vielen der Unternehmen natürlich so, dass sie eine enorme Herstellungstiefe haben, die auch meines Wissens weit über 50% hinausgeht. Im Sinne von, dass sie Manufakturen sind, wie zum Beispiel Nomos. Aber es gibt natürlich auch dort sehr namhafte Hersteller in Glashütte, die Selita-Werke, Ether-Werke etc. etc. dort einschalen und sie dort montieren, sie finissieren, sie veredeln, sie verschönern etc. etc. Und trotzdem sind es uralt eingesessene Glashütter-Unternehmen, die wesentlich länger da sind als manche andere Manufaktur, die fast alles selbst darstellt. Das nur einfach nochmal so zu sagen. Man muss nicht unbedingt immer jedem Pressebericht glauben, in dem dann drin steht, wir haben jetzt die Glashütter-Verordnung und das ist alles super, weil jetzt haben alle die Sicherheit, dass alles, was mit der Uhr zu tun hat, auch wirklich in Glashütte dann hergestellt wurde oder dass das so ist. Dem ist halt nicht so. Aber trotzdem, es ist ein absolut richtiger Schritt, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, ein richtiger Schritt in die wichtige Richtung, sodass wir alle auch ein bisschen ruhiger schlafen können, wenn wir sagen, okay, Ferdinand Flötenschniedel aus Glashütte kann jetzt in dem Moment nicht sein, weil dort nicht alles gefertigt wird. Das zu der Frage, warum Glashütte feiert. Jetzt komme ich zur nächsten Frage, und zwar ist das eine Zuschauerfrage, die möchte ich vorlesen. Die Frage hat mir reingeschickt, Vierer Bob, sensationeller Name, wie kommt man auf den Namen? Vierer Bob, lieber Vierer Bob. Nein, er schrieb, lieber Herr Strom, mir werden laufend Angebote von Luxusuhren in den sozialen Netzwerken gezeigt, denen riesige Rabatte auch auf Rolex versprochen werden. Ist die Rolex-Blase geplatzt? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Ist die Rolex-Blase geplatzt?
Meine Antwort, so what? Was ist überhaupt eine Rolex-Blase oder eine Luxusuhrenblase? Was verstehen wir darunter? Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Im betriebswirtschaftlichen Sinne ist eine Blase, wenn die Preise extrem die inneren Werte eines Produktes oder eines Rohstoffes übersteigen, dann reden wir von einer Blase. Und der Vergleich mit der Blase ist halt da, weil Blasen, meistens Seifenblasen, irgendwann platzen. Wenn man weiß, dass es immer so weitergeht, redet man nicht von einer Blase. Jetzt ist die Frage, können wir bei dem, was da im Moment passiert mit den Preisen im Luxussegment, überhaupt von einer Blase reden? Denn ich glaube, seit ich mich mit Uhren befasse, ein bisschen ernsthafter mit Uhren befasse, ist mir die Frage gestellt worden, ja, wann platzt sie denn, die Blase? Ich bin der Meinung, es ist überhaupt gar keine Blase. Aus welchem Grund? Weil wir hier sowieso über ein Luxussegment reden. Wir reden über ein Luxusprodukt. Und was soll daran überteuert sein? Ein Luxusprodukt definiert sich meistens daran, dass es A, keiner braucht, dass es reiner Luxus ist, dass es also kein lebensnotwendiges Produkt ist und dass in ganz, ganz vielen Fällen die Preise einfach, so hat es zumindest den Anschein, willkürlich festgesetzt werden. Also, was soll das, wenn die Preise sowieso von vornherein nichts mit dem inneren Wert einer Uhr zu tun haben, also den Erstellungskosten. Und wenn der Wert einer Uhr nichts mehr mit dem Preis einer Uhr zu tun hat, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Und da gibt es das ein oder andere Video, nee, da muss ich Ihnen zeigen, was ich Ihnen da vielleicht mal einklinge und Sie sich nochmal angucken können, warum der Wert einer Uhr nichts mit dem Preis zu tun hat und umgekehrt. Jetzt war natürlich die Frage, warum kriege ich diese Frage gestellt? Dann ist mir aufgefallen, das, was Viererbob da schrieb, dass ihm in den sozialen Netzwerken laufend irgendwelche Rabattschlachten angezeigt werden, das ist mir dann auch passiert. Es war wirklich innerhalb der letzten Tage, ist mir folgendes Angebot reingespiegelt worden. Ich habe es dann nochmal verlinkt und zwar sehen wir hier eine Rolex Submariner No Date. Die hat mal, wir sehen hier den wunderschönen Streichpreis, 19.090 Euro gekostet und kostet jetzt 14.450 Euro. Also hinten dran steht minus 4.640 Euro. Das heißt Streichpreis, weil wir uns wahrscheinlich damit einen Streich spielen wollen, der Hersteller. Jetzt von vornherein eins zu sagen, ich will ja niemand irgendwas unterstellen. Deswegen habe ich auch Chronix, ein Unternehmen, was ich wirklich schätze, in dem ich einige Leute persönlich kenne und ich weiß, dass es keine Rabauken und Halunken sind. Trotzdem habe ich mir dann die Frage gestellt, wieso ist dem eigentlich so, das mit den Streichpreisen? Und wie war das mit den 19.090 Euro, die die Uhr vorher gekostet hat? Wir reden hier in dem Moment über sogenannte Mondpreise. Nicht auf jetzt dieses bezogen, sondern ich rede jetzt mal generell. Und dann können Sie entscheiden, ob das vielleicht ein Mondpreis ist, ja oder nein. Rein wettbewerbsrechtlich, ein Mondpreis ist ein Preis, der einfach mal festgelegt wurde, damit man ihn nachher streichen kann, der also so weit weg von Jenseits und Gut, von Jenseits von Gut, der so weit weg von Jenseits ist, Jenseits von Eden, der so weit weg von Gut und Böse ist, dass er, ja, den kann man wunderbar streichen. Jetzt ist nur die Gesetzeslage wie folgt. Wenn dort ein Preis steht, 19.090 Euro und es lebe das Internet, denn man kann es nicht mehr nachvollziehen, dann muss diese Uhr auch eine nicht unerhebliche Zeit zu diesem Preis von 19.090 Euro angeboten worden sein. Und zwar nicht nur einfach eine Stunde, bevor man den Preis streicht, sondern eine wirkliche relevante Zeit lang muss diese Uhr für diese 19.090 Euro drin gestanden haben. Dann kann man sagen, okay, sie wurden nicht verkauft und jetzt bieten wir sie an für 14.450 Euro. Das mag sein, dass dem so ist. Aber wie gesagt, es lebe das Internet, wir können es nicht nachvollziehen. Wir können ja nicht wie in einem Preiskatalog nochmal zurückblättern und sagen, wie war es eigentlich vor 2 Wochen? Die ganze Sache ist gestorben. Die Frage, die man sich allerdings auf jeden Fall stellen sollte, was da immer so diese Preise, die da stehen, Deutsche lieben auch unheimlich Preislisten, obwohl es nur eine unverbindliche Preisempfehlung ist. Wir lieben diese Preislisten, weil was du schwarz auf weiß besitzt, das kannst du getrost nach Hause tragen. Genauso was du verpixelt besitzt, das kannst du dann getrost einkaufen. Wer hat überhaupt diesen Preis von 19.090 Euro festgelegt? Warum bei dieser Uhr?
Bei Rolex, bei AP, bei Patek Philippe, wir haben uns oft genug darüber unterhalten, ist das sowieso vollkommener, ehrlich gesagt, Blödsinn, vollkommener Käse. Denn es sind Tagespreise, es sind vollkommen willkürlich festgesetzte Preise, bei denen man dann sich erhofft, dass sie irgendjemand bezahlt. Und dann setzt man sie wieder runter, wenn es nicht funktioniert, dann setzt man sie wieder rauf. 2 Wochen später kostet die Uhr dann 22, vielleicht kostet sie in 8 Wochen dann 43, keine Ahnung. Sie wissen selber, wie das funktioniert mit den Preisen. Nee, sie wissen es nicht, weil ich weiß es auch nicht. Auf was ich nur hinweisen wollte, ist diese Geschichte mit den Mondpreisen. Wenn sowas ist, deswegen für mich immer ein bisschen unverständlich, damit zu werben, denn das zeigt doch ganz deutlich an Otto Normalverbraucher. Die Uhr hat mal 19 gekostet, jetzt kostet sie knapp 14,5. Hey, du hast 4.640 Euro gespart. Ganz ehrlich, ich bezweifle es. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann's allerdings, möchte es niemand unterstellen. Ich möchte nur, dass Sie ein ganz klein bisschen genauer bei dieser Geschichte mal hingucken. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte, die mir dann aufgefallen ist, die ich auch ab und zu eingeblendet kriege. Ich zeige Ihnen das jetzt mal groß und nachher nochmal klein am Beispiel dieser Cartier Tank Français. Und zwar sehen wir hier eine Uhr, die im Moment 9.000 Euro kostet. Das ist ein Aktionspreis, die angeblich ehemalig mal 21.500 Euro gekostet hat. So, ich mache es hier nochmal, dieses Angebot klein rein, damit wir es auch im Auge haben. Eine Uhr, jetzt 9.000, boah, wahnsinniger Preis, 21 und ein paar zerquetschte. Also, wie es dann da oben auch steht, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, da mal locker 12.000 Euro irgendwo gespart. Hierbei handelt es sich sozusagen um eine ehemalige unverbindliche Preisempfehlung. So habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Diese Uhr ist aus dem Jahr, wie es da steht, 20 und jetzt muss ich nochmal vergrößern. Mann, wer in meiner Augen scheint. Aus dem Jahr 2000. Diese Uhr ist aus dem Jahr 2000, ist also über 20 Jahre alt. Und dieser Preis von 21.000, der sieht so aus, als wäre es die frühere ehemalige unverbindliche Preisempfehlung gewesen. Das ist in dem Sinne vollkommen unlauter. Denn bei einer Uhr, die 20 Jahre alt ist, kann ich nicht damit ankommen und sagen, pass auf, da steht ein Preis nebendran. Und jetzt spart ihr so viel. Erstens, erster Knackpunkt, was hier schon mal falsch ist. Da steht ein Preis nebendran, der überhaupt nicht definiert ist. Da müsste dabei stehen, unverbindliche Preisempfehlung. Darf es aber nicht, weil die unverbindliche Preisempfehlung 20 Jahre alt ist. Damit ist sie vollkommen irrelevant, weil sie willkürlich und irreführend ist und der Verbraucher darf nicht irregeführt werden. Deswegen kommen diese Kapperspreise zustande. Die 9.000 Euro, wenn Sie mal gucken, machen Sie sich im Netz ein bisschen schlau auf den einschlägigen Plattformen, dann sehen Sie, dass eine Cartier, also die vergleichbare Cartier, beziehungsweise dieselbe Referenz, heute 5, 6, 7, 8 Mal zu haben ist im Netz wirklich in dieser Preisklasse um die 9.000 Euro. Das heißt, mal für 8,5, mal für 9,2, mal für 9,3. Also 9.000 ist ein realer Preis. Was soll denn dieser Mist, dass ich daneben dran schreibe, dass die ehemals 21.000 Euro gekostet hat? Wie werden Sie sich fühlen, wenn Sie einen Gebrauchtwagen kaufen, der 15 Jahre alt ist, einen Golf, und da sagt jemand, pass mal auf, Sie sparen bei diesem Golf 41.000 Euro, denn der hat mal neu 47.000 gekostet und jetzt kostet er 20 Jahre alt und komplett verrostet nur noch 6.000. Und gucken Sie mal, wie viel zigtausend Euro Sie gespart haben. Das ist letztendlich unlauter. Nochmal, einfach mal ein bisschen genauer hingucken auf diese Preise, auch auf die Streichpreise, mal ein bisschen nachfragen. Wenn man dann sich für die Uhr interessiert, auch mal anrufen, auch mal fragen, Leute, was ist denn das für ein Preis? Könnt ihr mir das bitte nachweisen? Warum steht das da? Ich möchte so viel Geld sparen. Und es gibt halt den einen oder anderen Anbieter, der sehr einschlägig, fast ausschließlich mit solchen eigenartigen Angeboten wirbt. Das finde ich schon mal ein ganz klein bisschen eigenartig. Deswegen, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, von Vierer Bob, ist die Blase geplatzt? Nö. Nee, nur weil da irgendjemand einen Preis reduziert, heißt ja nicht, dass jetzt die Preisfahrt, die Preisrutsche auf einmal nach unten geht. Die ganze Zeit klettert der Preis für bestimmte Luxusuhren nach oben. Und in dem Moment, nur weil ein oder zwei jetzt ein bisschen Rabatt geben, ist das gegenteilig. Nochmal, Rolex-Blase, ob es die gibt, keine Ahnung. Warum sollte sie platzen und was passiert dann? Es kann gar keine Rolex-Blase platzen, weil es ist ja dann nicht nichts wert. Außerdem nochmal zu sagen, Rolex, AP,
egal welche Marke es ist, eine Uhr. Die sollten Sie sich kaufen, weil Sie gerne eine Uhr mögen, weil Sie sich die angucken, weil Sie da die Zeit messen können, etc. etc. Sollte jetzt eine Blase platzen, so what? Interessiert Sie? Nein, denn niemand kommt bei Ihnen vorbei mit einem kleinen Hämmerchen, holt Ihnen die Uhr ab und haut da drauf und sagt, Blase geplatzt, Uhr kaputt. Oder die schmeißen wir jetzt weg. Nein, Sie haben immer noch eine Uhr zu einem Wert, den Sie sich damals gegönnt haben, mit dem Sie gesagt haben, okay, dieser Preis ist der Wert der Uhr, so schätze ich den ein. Ich gebe da jetzt 5 oder 10 oder 15 oder 30.000 Euro für aus. Es ist deswegen vollkommen schnurzegal, ob das Ding Blase heißt, ob das Ding überteuert heißt oder sonst was heißt. Seien Sie doch froh, dass Sie eine tolle Uhr haben, vielleicht Ihre Traumuhr, dass die einen bestimmten Wert hat, auch weiterhin für Sie. Ist dann das Ding, nur weil die Preise jetzt rutschen, gucken Sie da den ganzen Tag drauf und sagen, du billiges Flittchen, auf einmal wird das Ding nichts mehr wert, ich mag dich nicht mehr, weil dein Preis um 20% irgendwie verrutscht ist und weil deine Blase geplatzt ist oder sonst irgendeine Käse. Ehrlich? Nee, glaube ich nicht. Gut, bevor ich mich nochmal aufrege, kommen wir zu einer ganz anderen Uhr. Wir haben jetzt über Rolex geredet und wir haben über eine Cartier geredet, eine sehr schöne Uhr. Jetzt reden wir über diese wunderschöne schwarz-weiße Uhr. Und zwar ist das eine Omega Seamaster, die ich gerade in meinen Shop reinbekommen habe. Eine Omega Seamaster Diver 300. Und damit Sie mal so ein paar Bewegtbilder sehen, wie das aus der Nähe aussieht, weil es ist hier auch nicht immer machbar. Ein kleines Filmchen, das Sie vielleicht schon auf diesem Kanal gesehen haben, aber nochmal zum Reingucken. Das ist sie, die Uhr mit dem langen Namen Omega Seamaster Diver 300M Koaxial Chronometer 42 oder wie ich sie kurz nennen kann, geile Uhr, weil es wirklich eine tolle, tolle Uhr ist. Gehen wir mal auf die andere Kamera, ich zeige noch mal ein bisschen die Details. Diese Uhr hier, jetzt persönlich, die auch im Moment bei mir im Shop ist, die ist aus November 2021. Das ist das Omega Kaliber 8800. Die Uhr hat 42 mm. Allerdings wirkt sie mit der schwarzen Lünette und dem weißen Zifferblatt gar nicht so groß, sondern eher wie eine 4041. Und was ich hier montiert habe, normalerweise ist, Sie kennen das, normalerweise ist bei den Uhren bei der Omega Seamaster ist das Stahlband mit dabei oder das Kautschukband. In diesem Fall, in diesem Paket sind beide mit drin, denn der Vorbesitzer hat die Uhr an Kautschuk gekauft und dann ein Stahlband zusätzlich. Damit kostet das ganze Paket dann über 6.000 Euro mit einem Band Ihrer Wahl, was Sie jetzt auch gerade im Video gesehen haben. 6.300 Euro ist das Gesamtpaket, knapp über 5.000 kostet die Uhr bei mir im Shop. Und nochmal zum Umschalten, was ich halt sehr, sehr mag, ist zum Beispiel dieses Band. Natürlich ist das ausgefallen. Das Skullband von CH Vintage Straps eingelasert ins schwarze Band. Ich glaube, hier erkennt man es ganz gut. Sie haben vorhin das andere schwarze Band gesehen, ein handgenähtes Band hier. Das andere schwarze Band ist von Coritia, eines dieser beiden Bänder nach Ihrer Wahl, ist im
Package drin. Ich muss sagen, ich persönlich bin sehr, sehr begeistert von dieser Uhr. Ich mag sowieso die 300er Modelle von der Seamaster mit dem Wellenzifferblatt in Schwarz und in Blau. Aber die weiße habe ich lang drauf gewartet, bis ich auch mal dran gekommen bin. Die finde ich schon super und dann in einer solch schwarz-weißen Kombination im Fullset. Eine richtig schöne, tolle Sache. Sollten Sie sich für die Uhr interessieren oder für andere Dinge von meinem Kanal, dann können Sie den Kanal natürlich abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie das tun. Vielleicht mit der Glocke, dann verpassen Sie nichts. Wenn ich mal wieder die Idee habe, etwas zu senden, oder schreiben Sie mir, Sie sehen jetzt hier unten durchlaufen, schreiben Sie mir gerne auch eine Mail mit Fragen, warum die Rolex-Blase dann doch nicht geplatzt ist und wie es meinem Toningenieur geht. Der winkt nochmal Daumen hoch. Es geht ihm hervorragend. Jetzt nehmen wir. Oder wenn Sie meinen Shop besuchen, derzeitvertreiber.de, meinen Blog, herrstromsursachen.com oder alles weitere, was Sie ansonsten gerne tun mögen. Damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Schauen Sie das nächste Mal nochmal rein. Ich glaube, das nächste, was ich jetzt heute oder morgen noch produziere, ist das zweite Teil von meinem Tutorial zum Thema Armbänder. Diesmal, wie man Stahlbänder wechselt bei einer Uhr und das schmerzfrei und unfallfrei. Und ansonsten gibt es ein paar ganz, ganz spannende Themen, die ich für die nächsten Wochen noch vorgesehen habe. Bleiben Sie also dran. Nee, schalten Sie nochmal ein. Wir sehen uns, Sie sehen mich. Bleiben Sie gesund. Bis dahin, wenn Sie es nicht sind, werden Sie gesund. Damit Sie gesund bleiben, lassen Sie sich impfen und boostern. Und denken Sie bitte immer dran. Bessere Zeiten fangen nie mit schlechten Uhren an. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis dann, Ihr Bernhard Strohm.